Was geht, meine Freunde? Heute mit was Neuem. Und zwar Orcus, die Figur. Wir schauen uns ganz kurz an, ob die cool ist und ob es sich lohnt, die zu kaufen oder nicht. Wir werden sehen. Also ich muss schon sagen, am Anfang war ich dann doch ein wenig überrascht, wie groß die Figur ist. Orcus ist Größenkategorie riesig, aber dafür habe ich mich umso mehr gefreut, sie auszupacken. Und ich muss schon sagen, im Detail sieht die Figur dann doch sehr, sehr schön aus. Die Narbe, der Kopf, die Gewandung, der Stab und auch die Flügel. Was mir besonders gut gefällt, ist eben die Pose, also diese Schwebehaltung. Und tatsächlich ist diese Figur mit dieser Base auch unheimlich stabil. Also ihr könnt die wirklich hinstellen und wenn da jemand auf den Tisch haut, dann fällt die nicht um, knickt ab oder sonstiges. Man kann sagen, alles in allem eine sehr, sehr schöne Figur. Lohnt es sich also, diese Figur zu kaufen, Dennis? Tja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich habe sie nicht nur gekauft, um sie euch vorzustellen. Nein, wirklich. Also, die Figur ist verdammt cool. Ja, sie ist teuer und sie hat nicht diesen Wiederspielwert, weil sie ist nun mal riesig und ich kann nicht meinen Spielern ständig einen dämonischen Prinzen vor die Türe setzen. Nein, das geht nicht. Nein. Ja. Nun, allerdings gibt sie sich auch sehr schön in der Vitrine und gerade wenn ihr große Dungeons & Dragons Fans seid, ist diese Figur schon etwas sehr Ikonisches und tut sich einfach sehr schön irgendwo hinter Glas. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr ein paar Euro übrig habt und sagt, ihr seht das so ähnlich wie ich, dann auf jeden Fall. Ansonsten, ja, 100 € für die Figur sollte man sich überlegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like oder einen Kommentar da. Es würde mich unheimlich freuen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas Cooles sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir das, sagt mir das auf Instagram, wo auch immer. Und dann schaue ich mal, ob ich das besorgt bekomme und könnte es in meinem nächsten Video vorstellen. Also, ansonsten euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.